Sie waren damit nicht zufrieden über diesen Hadith, diese Gruppe von den Sunniten, nämlich die Salafia heute oder die Wahhabia, die sich also modernisiert haben unter diesen Namen. Also, die waren nicht zufrieden, sie haben sich nicht zufrieden begeben in diese, mit der Sache, also mit diesem Hadith, bis sie die Lüge verbreitet haben, dass man fasten, dass man feiern darf und duschen und was weiß ich an diesem Tag. Und dass man die Freude zeigt. Das ist erstmal die Erklärungen von den Hadith-Überträgern von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nämlich Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Juzi und wer war da noch? Ibn Kathir. Also die haben nachgewiesen, für uns natürlich jetzt, dass damals in ihrer Zeit sogar Rafida und Nawasib gegeben hat und Shia. Und heute gibt es Shia und Nawasib. Und diese Nawasib, unter diesen Nawasib ist ein Kopf erschienen letztens, der das auch unterstützt, diese Theorie, dass man Hussein aufgrund eines Gesetzes des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgebracht hätte. Das heißt, der Mörder von Hussein a.s. Wäre der Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, wäre ich an seiner Stelle gewesen, an der Stelle der Mörder von Hussein, hätte ich genau dasselbe gemacht. Das heißt, er ist bereit, Hussein a.s. zu köpfen. Warum? Weil diese Tat damals war eine Sunna. Eine Sunna, die in Form eines Gesetzes in Sahih Bukhari sich befindet. So, und er sagt, entweder muss ich mich jetzt mit meinen Emotionen für Hussein, mit meinen Emotionen scheiden oder mich für Sunna scheiden. Wenn ich mich für Sunna entscheide, dann töte ich Hussein. Und wenn ich mit meinen Emotionen entscheide, dann gehe ich mit Hussein. So, ich bin nicht bereit, mit meinen Emotionen zu handeln. Das heißt, er ist bereit, heute sogar, wenn Hussein a.s. wieder erscheinen würde, er würde ihn auch sogar also umbringen. Und er hat gerecht, also er hat die vier Mörder, die da das ausgehandelt haben, nämlich die Köpfung von Imam Hussein a.s., er hat sie gerechtfertigt und er hat für sie eine Lösung aus Bukhari gefunden und er sagt, dass diese Lösung, dieser Hadith im Bukhari, ist übereinstimmig von den Umma und jeder Sunni glaubt daran und wer nicht daran glaubt, entscheidet sich, die Sunna zu verlassen. Das heißt, die Mörder von Hussein a.s. leben auf dieser Erde jetzt und die verbreiten sich unter verschiedene Gesichter. Entweder unter Ahlus Sunna wa Jama'a oder unter Salafi oder unter Wahhabi und so weiter und so fort. So, er sagt, ich habe das übersetzt. Und das ist veröffentlicht im Internet. Ich habe das jetzt auf Deutsch übersetzt und dann hört man das auf Originaltext von ihm, aus seinem Mund. Das war ein Dialog zwischen einem Bruder von uns und ihm in Saudi-Arabien. Er sagt zu ihm, ich sage dir, der Prophet ist derjenige, der das Urteil über Hussein a.s., er sagt a.s., radiallahu anhu, erteilt hat. Das heißt, diese vier, die Hussein getötet haben. Wer sind sie? Sagt er. Ubaydullah ibn Ziyad, Umar ibn Sa'ad, ibn Abi Waqas, der widerspricht natürlich das, was Osman sagt. Osman Khamis sagt, dass die Schiiten hätten Hussein umgebracht. Aber er gibt an die Namen, die Hussein a.s. umgebracht haben. Er sagt, die Hussein getötet haben. Das heißt, Ubaydullah ibn Ziyad, Umar ibn Sa'ad, ibn Abi Waqas, Shimr ibn Dil-Jawshan und Fanan Nach'i haben das Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Hussein erfüllt. Also, nämlich, wer von euch, dieser Hadith, wer von euch einen Imam auf sich herrschen lässt und ihn seinen Herzensfrucht gibt, der soll ihn gehorchen, wie viel er kann. Das lesen wir in Bukhari. Und wenn ein anderer, nämlich Hussein, sagt, wenn ein anderer kommt, um mit ihm zu streiten, sollt ihr seinen Hals schlagen.
das heißt töten. Ist verständlich, sagt er, ist verständlich. Wäre ich an ihrer Stelle, ich meine diese Firmen, was hätte ich gemacht? Entweder bin ich wie die Dummen und Dämlichen, so wie die Rafida, die Blöden, und mache ich nach dem, was diese Eseln behaupten, mit der Theorie der Esma, dass Hussein Masum ist, und lasse nach, was die Sunna, was die Sunna befehlt. Das heißt, wir sind Esel, wir sind dumm, wir sind dämlich, und weil wir an dem Esma von Hussein Alaihissalam glauben und wir uns für ihn entscheiden, in diese Entscheidung, also in Karbala, und nicht für Umar ibn Sa'ad und Shimr ibn Jawshan und Nakhai und so weiter entscheiden. Das heißt, er sagt hier, was hätte ich dann gemacht? Hätte ich wie die Esel gemacht, wie die Schiiten, oder hätte ich wie die Vieren gemacht? Ich bevorzuge die Sunna. Das heißt, ich mache das, was die gemacht haben. Was ist das? Was ist das zu beschreiben als mehr als eine Feindschaft zu Hussein a.s.? Das heißt, das sind die wahren Namase. Und wenn man heute sich nicht dafür entscheidet, für Hussein a.s. zu stehen, entscheidet sich für sie, für diese Menschen. Entscheidet sich für die Gegner, für die Mörder von Ahlul Bayt salamullah. Er sagt, ich bevorzuge die Sunna, weil wir keine Fehlerlosigkeit haben. Fertig. Bist du froh? Fragt er ihn. Und ich sage dir, die vier, die Hussein töteten, haben ihn nicht von sich aus getötet, sondern sie töteten ihn nach einem Hadith in Bukhari. Und dem sagt, und wer mit den Herrschern Streit sucht, nämlich Hussein, schlägt ihr seinen Hals ab. Also, das erfüllt sich nur gegen Hussein. Das heißt, ihr seht, war ein Herrscher, legitimer Imam, und ich muss, wenn Hussein a.s., der Sohn des Propheten, der Fürst des Paradieses, wenn er sich gegen ihr sieht, protestiert, ich darf seinen Hals schlagen, als was? Als Wahhabi, als Salafi. Soll das nun heißen, wenn sie die Begründung für ihren Tat in Hadith und Sunna, nämlich in Bukhari, was bei uns sahih, authentisch ist, sagt er, und sogar ist von Ahkamul Fiqhiyat, das haben sie sogar an die Rechtsfragen bei denen, also Rechtsfragen, oder für Vorschriften von Fiqh, worüber sich die vier Rechtsgelehrten, das heißt die vier Mazhab-Gelehrten, einig sind, dass alle Sunniten Nasibis bei dir sind, nur weil sie das erfüllen, was Muhammad s.a.w. vorgeschrieben hat. Das heißt, selbst wenn ein Nasibi, wenn ein Mensch Hussein umbringt, der ist nicht Nasibi in ihren Augen. Könnt ihr es euch vorstellen, was ist das für eine Feindschaft gegen Ahlul Bayt a.s., die nie stirbt, bis Imam Zaman s.a.w. erscheint? Also er sagt, keiner von den Sunniten lehnt diesen Hadith ab. Keiner von den Sunniten lehnt diesen Hadith ab. Also diese vier Leute handelten nach diesem Hadith. Das heißt, Hussein hat Fehler gemacht und zahlte er dadurch den Preis für seine Sünde. Also für seine Sünde. Jetzt was sagt er? Radiallahu anhu. Für Hussein und sein Vater und die Sahaba ajma'in. Was ist das für ein Glaube? Du bist bereit, ihn zu köpfen. Und sagst du, radiyallahu anhu, das heißt, Allah mit ihm zufrieden war. Du bringst jemanden, der mit Allah subhanahu wa ta'ala oder Allah mit ihm zufrieden war, um. Ich verstehe das nicht. Wie kannst du Allah subhanahu wa ta'ala so begegnen? Mit dieser Einstellung. Was ist das für ein Glaube, dass du jemanden Zufriedenheit Gottes wünschst und gleichzeitig tötest du ihn? Köpfst du ihn? Du bist bereit, ihn zu köpfen. Warum? Weil du kannst nicht diese authentische Hadith, La'anallaha der Hadith, ne? Du kannst diesen Hadith
nicht widersprechen. Was ist das für ein Hulu in Bukhari, der dich dazu treibt, Hussein a.s. zu köpfen? Was ist das für ein Hulu? Was ist das für eine Vergötterung für die Menschen, die selber Isel und dumm und dämlich waren, dass sie so ein Hadith schreiben, um Yazids Fehler rechtzufertigen?